Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mein Clone 5, genau. Aha. So. In dieser Folge kommt gar keine Musik, Spiel hat begonnen Musik. Ne? Okay, gut. In dieser Folge. Doch, sie kommt. In dieser Folge werden wir jetzt unseren ganzen Kladderadatsch nach unten bringen. Das heißt, wir werden erstmal unser Inventar komplett leeren. Damit wir dabei nicht sterben, werde ich mal im Voraus was essen. Das soll Wunderfleisch, Alter. Es macht nicht krank. Man bekommt gleich 2 Keulen mit einmal. Das ist ja geil. So, hier kommt erstmal gar nichts rein. Hier kommt erstmal du und du kannst hier rein. Ansonsten ist hier eigentlich auch nichts. Ne? Hier hingegen kommt das rein, das rein. Das würde ich sogar eher hier mit hinschmeißen. Genau, hier ist ja die Kohle, die wir jetzt gerade noch im Inventar haben. Die müssen eigentlich auch wieder hin. Gut, da kommen die Eier. Guck mal dahin. So. 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 Ja, finde ich geil. So. Achso, hier ist das noch da. So. Genug so gesagt. Achso, Gold. Fuck my life! Jo, Holz. Da kommt erstmal das hier einfach alles rein. Hab keinen Bock mehr weg. Ich hab Kutschen vor mit euch. Das da. So, Erde kommt da rein. Holz kommt hier mit. Da ist noch was. Werkzeuge haben hier gar keinen Platz mehr. Das ist ja. Ich glaube mal, die Kiste lösen wir als erstes aus, ganz ehrlich. Das ist ja hier ein Scheiß vor dem Herrn. Ich packe das erstmal hier hin. So. Okay, als allererstes diese Krimskrams-Kiste hier. Ich bin da schon voll. Achso, das würde ich dann wahrscheinlich doch eher in den Gartenbereich packen. Da wäre der genug Platz dafür, ne? So, die ganzen Blumen hier. So, das heißt, das kommt dann auf jeden Fall noch mit. Hier ist auch wieder alles Blumen. Das kommt mit. Das ist auch wieder alles Blumen. Das ja auch. Und die beiden, die ich jetzt wieder nicht mitnehmen kann. Weil ich schon wieder voll bin. Achso, hier siehst du das. Das ist noch Blumen. Haben wir noch irgendwas mit Blumen? Komm, wir brauchen noch Blumen. Wir brauchen mehr Blumen. Weil ganz ehrlich, das hier würde ich auch extra packen. Das ist ja eigentlich hier Nahrung. Weil man hat zumindest 100 Hungerspunkte. Ich wüsste zumindest nicht, wofür man das sonst verwenden sollte, wenn nicht direkt dafür. Also, was kann man Spinnen auch noch verwenden? Kann man die für irgendwas verwenden? Ach nee, es gibt Rezepte damit, ne? Also hier so man kann ja irgendwie frittierte Augen oder irgendwie sowas machen. War das nicht so? Oder auch nicht? Hey, halt. Ja. So, okay. Let's go. So, damit haben wir. Oh, Alter, oh, kleiner Huhn. So. Ja, egal. So, hier. Das Problem ist, hier drinne jetzt bei den Kisten eine Ordnung zu bekommen, wenn hier sowieso ein Krimskrams drinne ist. Wie soll das funktionieren? Ich meine, wir können versuchen, dass man hier zum Beispiel in die Kiste alles, was man so in Dungeons und so abbaut,
Ha? Dann kann man hier sagen, okay, hier kommen so Werkzeuge und Waffen rein. So. Das gehört im weitesten Sinne auch noch mit dazu. Dann würde ich hier Werkzeuge und Waffen reinmachen und etwas, was thematisch noch ähnlich ist, hier dann die Rüstungsteile. Dann hört es aber auch schon auf, ne? Also, ach, ich weiß nicht, einfach jetzt hier alles hier rein. Erstmal. Vielleicht finden wir später noch, wenn die Kiste auch wieder relativ voll ist, kann man dann hier auch wieder Sachen rauskristallisieren, die man dann extra packen kann. Aber erstmal genau so. Wobei, das hier ist ein Werkzeug. Das kann man hier bei Werkzeug mit reinschmeißen. Da so ungefähr. So. Was hier passiert? Kommt alles nach oben. Alles nach oben. Hält alles in Ordnung. Welche Ordnung, ne? Wusste ich nicht. So. Genau, hier die ganzen Pfoten. Pfoten weg. So. Hier will ich jetzt zuallererst die Sachen nehmen, die wir direkt von Tieren bekommen. Ist ja eigentlich bloß das Fleisch, ne? Also das Einzige, was exklusiv hier von Tieren. Achso, und die Eier, genau. Alles andere bekommen wir auch durch Feldarbeit. Also Bonefillmehl vielleicht, aber das auch erstmal. Nee. Gut, das heißt, wir haben jetzt erstmal das ganze Fleisch. Gucken wir jetzt mal hier alles mit. Das heißt, als nächstes, die Rohstoffe lasse ich erstmal hier. So, das heißt, wir nehmen dann noch das mit, was wir durch Feldarbeit bekommen. Das ist dann. Eben Knochenmehl bekommen wir gar nicht durch Feldarbeit. Das heißt, lassen wir also auch erstmal außen vor. Aber das Ganze bekommen wir durch Feldarbeit. Und da sind wir quasi auch schon voll genug. Let's go. Bleib ich erstmal schon an der Tür hängen hier, am Rahmen. So, halt. Was sollte ich da nochmal reinmachen? Holz, genau. Da kommt Holz rein. So, hier kommt erstmal Fleisch rein. Das heißt, wir machen. Bam. Bam. Oh. Fuck my life, wir müssen mehr Tiere abschlachten. So, da haben wir da Fleisch. Können wir hier noch so machen? So, und hier kommt dann jetzt. Weißt du was? Wir werden von den Sachen sehr viele bekommen können. Das heißt, hier machen wir ganze Kisten jeweils dafür. Ja, hier bekommen wir immer nur so ein bisschen davon. Hier auch. Für, ne, ist, für seht ihr jetzt keine Doomslayer, die jetzt die Tiere abschlachten hier. Und die unteren Kisten sind zum Beispiel noch leer. Das heißt, hier machen wir jetzt zum Beispiel wum, wum, la 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 la. Heieieiei, das ist aber eine Menge. Uiuiuiui. Ich überlege gerade. Ja, doch, wir können jeweils Doppelkisten. Okay. Das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Aber nee, würde auch platztechnisch nicht funktionieren. Ich wollte gerade jeweils zwei Doppelkisten für ein Item benutzen. Aber das ist. Nee. Also hier nicht übertreiben, ne? Das macht doch platztechnisch halt überhaupt keinen Sinn. Das heißt, wir machen hier erstmal das rein und hier machen wir dann. Warum haben wir davon nur so wenig? Ach so, weil hier unten noch was ist. So. Und dann. Hey, was ist hier los? Genau. So, und hier kommen jetzt die Sachen direkt vom Feld. Das heißt, das hier, das hier, das und das und das und das und alles. Da kommt denn das und das und das und das und das und so, kommen hier noch die Kartoffeln. Warum? Warum, hä? Du Arsch. Und hier kommt denn unsere Beeren herein.
So, dann haben wir das schon mal. Wow. Dann haben wir da. Wow. Hä, was ist hier los? Brrr. Hä? So. Und hier, die vier haben wir dann für Sachen. Ne, wir haben auch noch Sachen, die nicht so massig da sind. Oh, ich bin dunkel. Kann uns zwar eigentlich egal sein, aber hey. Über diese ganzen optischen Täuschungen, ey. Ich dachte gerade, bevor ich hier gerade so ankam, dass. Kann man das irgendwie so zeigen? Nein, kann man. So. Dass dieses Weiße zur Fackel gehört. Ne, da wo die Bettdecke so umgekrempelt ist. Dass das Teil der Fackel ist, dass die Fackel auf einmal weiß ist. Ja. Optische Täuschung macht dich weg. Sonst gibt's Klatsche. So. Ganz ehrlich, ich bin wirklich fast dafür, die Mineralien rauszulassen. Die haben erstmal nichts. Nee, mache ich nicht. Die kommen weg. Die will ich nicht hier haben. Das kann alles da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Die auch, weil das kommt von Knochen. Die findet man, wenn man die Erde ausbuddelt oder Hunde umbringt. Von daher bleibt der ganze Scheiß erstmal hier. Das heißt, wir haben hier. Wie machen wir es am dümmsten? Ich mach mal. Ach, so viele Äpfel werden wir nicht bekommen. Das heißt, ich mache hier. So. Ist eigentlich auch völlig überflüssig, weil ich wollte jetzt quasi hier die beiden rein für das und aber. So viele Äpfel von denen werden wir nie bekommen. Also das macht keinen Sinn. Von daher würde ich eher sagen, wir machen hier erstmal. Ja, machen wir wirklich erstmal einfach so und so. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. Ah. So, hier kommt alles, was so Backwaren ist. Heißt also. Ja, genau. Einfach so. Einmal so. Hey, hallo. Und bam. Und dann hier die Plätzchen. Die guten Kekse. Nom, 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 nom. Genau. Oh, hier habe ich schon noch zwei Sachen vergessen. Haha. So, hier. Weiß jetzt nicht, warum wir davon so viele haben sollten. Oh. Alter, was ist hier los? Da, da, so. Aber hey. Ja, was ist hier los? Warum droppen hier immer irgendwelche Items? Was ist denn los hier? Habt ihr gesoffen? So, wo ich jetzt noch ein bisschen unschlüssig bin, ist bei Holz. Ich weiß nicht, ob ich alles in die Holzsache machen möchte. Oder ob ich nicht manches von den Holzsachen. Nee, doch, nee. Okay, never mind. Nee, alles gut. Als allererstes. Da. Oh, halt. Wir haben hier die Augen vergessen. Ist ja auch Essensware. So. Und wir haben Blut vergessen. Aber auch. So, machen wir jetzt. Ach so, halt, du. Was machst denn du hier? Da hat er mal mit Pflanzen gar nichts zu tun. Da kriegst du höchstens Schleimhautentzündung von dieser Schleimhaut. So, hier kommen wir erstmal die ganzen Blumen rein. Alles, was hier so mit Blumen und Pflanzen, also eigentlich alles, was wir jetzt gerade hier im Inventar hatten. So, und die Augen. Ja, die Augen ist es halt so speziell. Das würde am ehesten eigentlich hier bei denen mit reingehören, ne? Gut, dann machen wir. Nee. Da. So ungefähr. Das ist halt die Frage, was bekommen wir mehr?
Eigentlich würde ich fast sogar sagen, von den beiden reicht jeweils eine Reihe aus. Und dann haben wir hier von jeweils zwei Reihen. Allerdings ist das ja auch irgendwie unser Hauptnahrungsmittel. Weil gerade so die Zombies essen wir das Zeug halt, weil wir davon auch viel bekommen und so. Ich lasse das erstmal so. Okay. So, da kommt ganz Holz jetzt rein. Wir werden sowieso in 2, 3 Tagen nicht mehr durchblicken, was da wo reingehört. Also, Ordnung ist eher so subwichtig. So, ich lass mal Sachen gleich mal raus, die gar nicht mehr mit Holz rein sollen. Das heißt auch, du kommst wieder raus und was war's noch? Ja, die würde ich doch hier, die lasse ich da drinne. Nee, lasse ich nicht. Dann mach ich das bei Werkzeuge mit rein oder hier bei Holz? Ich glaube, ich lasse das hier bei Holz. So, jetzt. Hier kommt alles rein, was Holz ist. Da haben wir primär aktuell nur, das kommt nach ganz unten. Das kommt nach hier. Und du kommst da drunter. Hat ja gut funktioniert. Hallo? Hey, what the fuck is going on? Danke. So. Genau. Achso, halt hier, was hier los? Achso, siehst du? Ha, jetzt bin ich natürlich dumm. Denn wir brauchen ja auch noch die Bretter-Varianten davon, ne? Aber wenn wir zwar jetzt nicht so viele haben, aber genug, dass es sich lohnt. Ach man. Dafür. Einfach auch, damit man direkt sieht, was dabei rauskommen würde, wenn wir das jeweilige Holz benutzen. Du bist das normale Holz, ne? Genau. Und du bist Dschungelholz, genau. So. Hat man es immer gleich so als Gegenüberstellung. Damit man weiß, was welches Holz man braucht, wenn man spezielle Farben haben möchte. Passt so. Okay. So, dann haben wir hier. Können wir denn die ganzen Setzlinge reinschmeißen? Das machen wir in der gleichen Reihenfolge. Also ganz oben das. Weißt du was? Nee. Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte das Ganze lieber etwas anders haben. Und zwar kommt der ganze Scheiß hier nochmal raus. Und ich hätte gerne hier die Setzlinge. Das macht mehr Sinn. Wir nehmen hier die ganzen Setzlinge. Da. So. Und hier machen wir nämlich jetzt Folgendes. Wir machen immer hier oben die reinen Holzbretter hin. Und darunter machen wir alle Erzeugnisse aus der jeweiligen Holzart. So, du kommst da noch rein. Das hier zum Beispiel ist Eichenholz, das ist auch Eichenholz. Bei dem ist es egal. Aber ne, wenn wir denn hier so irgendwelche Slabs oder irgendwelche Zäune zum Beispiel, also die ganzen Zäune, die habe ich auch mit hier reingeschmissen, ne? Was doch gar nicht mal so falsch ist, weil das sind ja. Ja, wo eigentlich? Ja. Okay. Okay, so gut jetzt. Wir hatten doch Zäune, oder? Ah, haben wir alles noch drin. Nee, weil bei den Zäunen zum Beispiel, da ist ja auch je nach Farbe, hast du denn auch, genau, hier auch zum Beispiel, ne, das war denn das hier zum Beispiel,
auch den jeweiligen Sachen zuordnen können. Bei denen ist es egal. Das ist je nachdem Eichenboot. Kann man die auch aus. Oh mein Gott. 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 Also nehmen wir hier alles mit rein. So. Nee, ne? Kann man nicht. Man kann, es gibt nur ein, es gibt nur ein Boot. Nee, es gibt verschiedene Boote. Warum? Ich meine, hat sich viel geändert, seitdem ich das letzte Mal Minecraft 2 gespielt habe. Gut, dann kommt das natürlich auch alles hier mit rein. Bop und bop. Achso, die kann man nicht stacken. Die gehören halt auch thematisch wirklich eher zu Werkzeugen. Die haben hier halt nichts drin zu suchen. So. Nee, mache ich nicht. Hier kommen nur so Slabs und sowas halt rein. Ne? Also, den ganzen Scheiß würde ich halt schon gerne hier. Hier sind der Werkzeuge. Da kommt der Scheiß mit rein. Hier haben wir. Nee. Und hier haben wir noch gar nichts. Da würde ich hier zum Beispiel so Holzgedings mit reinschmeißen. Oh. Voilà. Die ist leer, die ist leer. So, Holzstöcker. Das ist jetzt ein anderes Thema. Holzstöcker. Da haben wir halt auch so unendlich sinnlos viel von. Warum haben wir so viele Stöcker gemacht? Ach nicht, nee, wir bekommen ja auch welche, wenn wir Bäume abbauen. Da kann sein, dass wir deswegen so viele haben. Das ist halt massig. Warum, Alter? So, leider ist auf jeden Fall Werkzeug. Das hier auch. So. Und die will ich hier mit hinschmeißen. Draußen gibt es gerade die internationale Flugausstellung oder irgendwie, keine Ahnung, aber was da schon wieder rumfliegt. Ich habe das Gefühl, trotz der schieren Anzahl an Kisten, die wir jetzt unten haben, wird sich wirklich übersichtlicher, oder? Also ich meine, wir haben jetzt mehr Platz, keine Frage, aber irgendwie. Ich bin noch nicht. Wir müssten. Also am geilsten wäre es halt, wenn wir überall diese Dwarfs haben, ne? Die, wo man halt von außen sieht, was drin ist. Das wäre halt nach wie vor am geilsten, aber die gibt es halt nicht bei Minecraft 5. Das heißt, wir müssen den halt auch wieder per Mod hinzufügen. Oder gibt es schon Dwarf? Nee, ne? Das war damals per Mod hatte ich das gemacht gehabt. Ne, sehe ich erstmal nix. Gut. Okay. Ja. Okay. Das heißt, so, jetzt kommt das nächste. Geröll und so würde ich gerne hier reinschmeißen. Das heißt, hier kommen erstmal die ganzen Edelsachen rein. Dazu zählt also zum Beispiel ganz viel Eisen. Dann ganz viel Kohle. Wow. Wow. Was ist denn hier los? Und was bauen wir noch häufig ab? Eisen, Kohle. Das sind also diese beiden typischen Mineralstoffe, ne? Alles andere bauen wir dann eher so jeweils gleichbedeutend ab. Also. So, und hier würde ich gerne so machen, dass wir das dahin und dann. Ach ja, Kohle kann man gar nicht einbrennen. Gut, dann lassen wir es doch lieber so hier.
Ja, let's go so. Und nun gucken wir mal noch, ob sich da später was rauskristallisiert. Wir können zum Beispiel das dahin so, ne? Und so. So, da haben wir hier schon mal die ganzen Mineralien. Hier haben wir dann so Special-Sachen wie zum Beispiel der Scheiß, der Scheiß, der Scheiß und der Scheiß. Oh, warte. Ach, dieses Mikrofon, ich habe das Eisen hier gar nicht gesehen. So. Und so. Okay. Ja, hiervon kriegen wir natürlich auch noch eine ganze Menge, ne? Das würde ich dann aber eher mit bei dem Geröll hinmachen und nicht, weil das ist kein Rohstoff. Das ist wirklich einfach nur Müll. Weil wir brauchen nie. Also der einzige, wofür wir Flint brauchen, ist für Flintenstiel. Und wozu brauchen wir bitte schon 180 oder 200 Flintenstiel? Also das ist. Das kann ich eigentlich direkt wegschmeißen. 4 reicht für unser gesamtes Leben aus. Ja. Ich schmeiß das mal hier mit rein. So. Gut, dann haben wir das schon mal, dann haben wir das schon mal, dann haben wir, also die kommt noch, die ganze Geröllkappe, genau. Wobei das Geröll ist eigentlich das hier. Hier ist ja auch Sachen mit bei wie Schnee und sowas. Gut, das machen wir nächste Folge. Das wird nochmal eine sehr spannende Frage, wie wir das Ganze sortieren. Da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht ganz so sicher, wie wir das am dümmsten denn mit dem ganzen Schnee, weil das ist ja Glas genauso. Das gucken wir in der nächsten Folge. Bis dann.